Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute hier im Mediabook und zwar hier Bewitched, der erste und zweite Teil hier von einem neuen Label. Habt ihr bestimmt schon ein paar Unboxings gesehen, Cinemano. Ich habe gesehen, einige YouTube-Kollegen haben da schon Videos rausgehauen. Ich habe dieses hier auch natürlich gesponsert bekommen von diesem Label, aber ich würde sagen, wir fangen da ganz von vorne an. Was ist das für ein Label, wo bekommt er das, was gehört dazu, was kommen als neue Filme demnächst raus. Wir vergleichen mit dem ersten Witch von Splendid hier ein bisschen, was ist der Unterschied bei den Mediabooks, passt es zusammen und so weiter. Ich würde sagen, fangen wir ganz von vorne an und ich würde sagen, reden wir erstmal kurz über das Label, was hier hinter steckt. Und zwar ist es ein neues Label, Alpha Films nennt es sich. Das ist sozusagen die erste Edition, die sie jetzt hier rausbringen. Auf ihrem exklusiven Shop, Mediabook Shop heißt der. Gucken wir auch gleich mal rauf auf die Webseite. Aber wie gesagt, die haben jetzt hier Witch rausgebracht in vier verschiedenen Mediabooks vier verschiedenen Cover-Varianten. Soll so ein Start sein, ihr Asia-Line-Reihe, wo sie noch mehrere Filme in dieser Art, wie sie asiatische Filme rausbringen wollen. Jeweils auf 250 Stück limitiert. Wir haben ein Booklet, 44-seitiges Booklet, also schon ganz schön. Was geschrieben ist von Nando Rona. Ich weiß nicht, wenn ein von jemandem was sagt. Mir sagt sowas nicht, die ganzen Mediabook-Schreiber, die es da so gibt oder diese Booklet-Schreiber. Ja, das erstmal so ein bisschen zu diesem Label. Gucken wir mal kurz auf den Shop. Der ist eigentlich ganz praktisch, also ganz gut gestartet. Also gestaltig mäßig sieht das ganz gut aus hier. Sehen wir schon die ganzen Mediabooks. Wie gesagt, die vier Stück, die es hier gibt, sind noch wenige verfügbar hier. Ihr seht hier auch, dass es hier diesen Stephen King-Film, Gujo, glaube ich, hieß der, gab, der war nicht von dem Label, den haben sie zwar auch exklusiv über ihren Shop hier verkauft, ist aber nicht von ihrem eigenen Alpha-Film-Label, was sie jetzt gegründet haben, sondern das sind sozusagen diese vier Filme hier. Ihr seht schon, die kosten natürlich 40 Euro. Ihr wisst, Mediabook-Preise sind alle sehr hoch, muss natürlich jetzt jeder selber wissen, ich sag mal ganz für mich persönlich, wir haben ja auch zwei Filme, wir haben den ersten und zweiten Teil drin, 40 Euro sind für mich ganz schön heftig, muss ich ganz ehrlich sagen, für so ein, man kennt diese asiatischen Filme meistens nicht so. Ja, wie gesagt, ist natürlich, muss jeder selber wissen, für mich ist es, ich sag's ganz ehrlich, bin ja auch ganz ehrlich, für mich ist es ein Tick zu teuer, bin ich ganz ehrlich. Wie gesagt, das ist die Webseite hier, ganz gut gestaltet, wir haben hier sogar einen Abo-Service, ich gehe mal kurz rauf hier, man kann hier sich Nummern sichern, von 1 bis 25 hier kann man sich gucken, welche noch frei sind, kann man sich Nummern sichern und kriegt dann immer, wenn man da so ein Abo hat, zugeschickt. Wie jetzt die Preise sind, da kann ich jetzt nicht sagen. Gibt es jedenfalls. Dann haben wir hier News, was es so demnächst an neue Sachen gibt und so weiter. Ihr seht hier schon, Hereditary ist angekündigt, Dead Snow, aber da sprechen wir gleich noch drauf, was da demnächst kommt von dem Label. Dann haben wir auch eine Review-Abteilung hier. Da kann man dann zum Beispiel bei Witch raufgehen und dann sieht man schon, wer hier alles ein, der Playzucker hier, Sascha Kopetti, wer hier alles schon hier Cinemanuel Videos gemacht hat, kann man dann hier sich Unboxings anschauen. Und dann gibt es noch Cards, da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen, so eine Dankkarte, aber da schauen wir uns denn jetzt an, wenn wir uns, wenn wir hier dieses Mediabook auspacken, denn wir haben hier nämlich noch zwei Karten dabei, es gibt noch Aufkleber dabei, also schon ein bisschen was Besonderes. Ich mache mal hier die Folie ab. So, ich würde sagen, schauen wir mal weg, die andere Kamera und dann geht's los hier. Ja, dann haben wir hier diese Cards, was auf der Website zu sehen war, mit dabei, wo nochmal das Bildchen drauf ist hier von dem Mediabook. Finde ich hier cool, dass man dann hier so eine Karte hat. Wie gesagt, herzlichen Dank nochmal für das Produkt. Hier hat man einen Code, den man abscannen kann. Kommen gleich im Hilfebereich, wenn irgendwas nicht so gut war, jetzt beschädigt ist oder so weiter. Hier kann man noch Rückmeldung geben, ob man zufrieden war, ob man noch Sachen hat, die man besser machen kann oder so. Jedenfalls ein Feedback geben. Finde ich ganz cool. Macht den Job so an sich nochmal sehr sympathisch, sage ich mal. Hatte ich schon ewig nicht mehr sowas, so eine Karte irgendwie beigehabt, wenn ich was bestellt habe. Finde ich ganz gut. Dann haben wir hier noch eine Postkarte mit dabei. Auch ganz gut. Auch von der Qualität hier vom Bild sieht das alles sehr, sehr gut aus. So, dann haben wir hier das Mediabook sozusagen. Die Erstveröffentlichung von Alpha Film. Wir haben hier ein ganz mattes, schön in Rot gehalten Motiv hier mit so einem Glossy-Effekt hier bei der Schrift. Sieht ganz gut aus. Gezeichnete Covers.
Rückseite ist denn das hier, die ganze Figur in diesem, ja, Glossy gehalten. Hier wäre jetzt die Seriennummer drauf. Wie gesagt, das sind ja so, ich sage mal, ja, so Exemplare, Rezensionsexemplare hier. Die sind dann natürlich ohne Nummer. Ja, finde ich so von der Haptik her auch ganz gut. Hier sozusagen der Buchrücken hier, The Witch, The Other One. Hier haben wir nochmal zu sehen hier, Asia Line, Cover B, 2 von 4. Ja, 4 Cover gibt es. Wie gesagt, das ist Cover B. Und hier nochmal das, ja, ich denke mal, Alpha Filmlogo. So, dann öffnen wir das Ganze. Dann haben wir hier die Aufkleber. Ja, auch so in hochglanzmäßig so ein bisschen. Bridge, hier Asia 01. Hier von dem Mediabook Shop das Logo. Ja, auch ganz gut. Wann hat man mal Aufkleber bei? So, dann haben wir hier natürlich den Film. Blu-ray hier vorne. Natürlich hier mit diesen komischen, wo man runterdrücken muss und dann brechen da leicht die Nasen ab. Das ist natürlich nicht so schön. Aber ich habe irgendwo letztens gehört, dass es da so Schwierigkeiten gibt. Irgendwie da andere, die sind halt, ja, alles andere ist halt immer sehr teuer, glaube ich. Ist halt auch so ein komisches, ja, diese Trays halt hier. Ich glaube, bei Nameless konnte man was nachlesen. Die haben das mal gesagt, wieso die diese benutzen. Ja, weil es an den anderen wohl schwer ist. Wie ihr wisst ja alles, Wirtschaftslage ist alles ein bisschen schwierig. Hier haben wir die Disc, finde ich sehr gut hier mit diesem Motiv drauf. Das sieht ganz gut aus. Ja, hier die Blu-ray sozusagen. Ich packe sie mal beiseite. Hier der erste Teil ist Subversion. Ja, mit diesem anderen Motiv gefällt mir sehr. Dann haben wir hier eine blutige Hand und eine Waffe. Wir blättern das hier mal schnell durch. Ja, wie gesagt, 44-seitiges Booklet. Ja, also auch von der Papierqualität, ja, ist das alles sehr, sehr gut hier. Viele Artworks enthalten. Es riecht auch sehr gut. Hier haben wir was überblättert. Hier die Rückseite haben wir, ich sehe schon, das ist hier dasselbe Motiv wie hier mit der Hand. Hier haben wir jetzt nämlich auch nicht raus, das sind die DVDs. Das ist jetzt ein Punkt, wo ich sage, brauche ich eigentlich nicht mehr. Wenn es denn vielleicht ein bisschen günstiger wäre, würde ich auf diese Disc verzichten wollen. Bin ich, also ja, könnt ihr mir gerne einen Kommentar schreiben, was ihr dazu meint. Also ich brauche keine DVD mehr, schon seit Jahren nicht mehr. Zum Anfang war das ja immer noch gut, weil falls eigentlich noch keinen Blu-ray-Player hatten oder so, dann können sie später an dem Film. Ach, ist das ein, also die Dinger sind wirklich, man muss ganz ehrlich sagen, ich bin auch kein Freund von diesen Dingern. So, ich glaube, ist drin. So, das war das Mediabook. Ich wollte euch ja noch kurz zeigen mit, das war damals das von Splendid hier zum ersten Teil, was ja auch so diesen Glossy-Effekt haben hier. Also eigentlich sehr identisch. Hier war unten die Nummer hier unten drauf. Die hatten ja auch so eine Asia-Reihe, glaube ich. Ich weiß gar nicht genau, wie das bei denen hieß. Wenn man die jetzt so beide nebeneinander hält, sind die ja identisch. Also ich denke mal, das ist ein bisschen staubig natürlich. sind die eigentlich sehr identisch. Also man kann ja immer diesen Test hier, ob das alles fest ist. Das ist schon besser wie so manch eine andere Mediabook, sage ich mal. Ja, aber sind eigentlich wirklich die, ich denke mal, das ist derselbe Hersteller. Die sind komplett identisch. Wenn man sich mal den Buchrücken hier anguckt, ist das auch, passt eigentlich fast auf, wenn man sich so ins Regal stellt. Ja, ich will mal hier nochmal öffnen. Hier hat man was eine Disc drin und noch einen Bonusfilm. So, es gibt ja auch von Splendid den zweiten Teil in einem einzigen, also einzelnen Mediabook mit auch einem extra Film, Bonusfilm sozusagen. Wie gesagt, hier haben wir ein Mediabook, wo halt beide enthalten sind. Bloß mal so zur Information. Ja, ja, meine persönliche Meinung, Mediabook ist gelungen. Also ich finde es von der Qualität her wirklich gut. Ich mag diesen Glossy-Effekt einfach, bin ich ein Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, wie gesagt, ich brauche die DVD nicht unbedingt. Bin ich ganz ehrlich. Wie gesagt, schreibt mal gerne in den Kommentaren, was ihr dazu meint. Und meine persönliche Meinung, sie sind etwas zu teuer. Wenn ich schon, ich sage mal, man die nur in dem also selbst vertreibt sozusagen im eigenen Shop, ja, hat man ja diese Kosten halt nicht für den Handel sozusagen.
wie gesagt, meine persönliche Meinung ist, die sind etwas zu teuer. Ja, das soll meine Meinung zu dem Mediabook gewesen sein. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Kurz noch, was für Filme noch erscheinen. Ihr habt schon gesehen, Hereditary erscheint noch im Mediabook. Death Note 1 und 2 erscheint noch im Mediabook demnächst. Dann Gangs of New York erscheint noch. Und hier Train to Busan und den zweiten, oder besser gesagt, den dritten Teil davon, diesen Peninsula. Der wird auch demnächst erscheinen über dieses Label. Da muss man dazu sagen, ich glaube, das sind aber auch alles Filme, die gibt es, glaube ich, schon im Mediabook. Ich weiß, dass es Dead Snow auf jeden Fall von Nameless, glaube ich, gibt. Hereditary kam, glaube ich, damals original auch im Mediabook raus, aber das war Schrott. Sind wir mal ganz ehrlich. Da freue ich mich schon drauf, wenn die auch so ein schön gezeichnetes Cover haben. Da bin ich schon richtig heiß drauf. Dead Snow gibt es bestimmt auch coole Cover-Variationen. Train to Busan, Peninsula sind auch damals, waren ja auch von Splendid, sind auch in Mediabooks erschienen, die ich auch habe. Und ich weiß nicht, ob es Gangs of New York schon im Mediabook gibt, aber es sind schöne Titel, auf jeden Fall. Mal gucken, was da demnächst erscheint. Wie sie sich treu bleiben mit diesem Cover-Varianten und diesem Booklet. Wir sind gespannt, warten auf die nächste Veröffentlichung. In diesem Sinne soll es aber auch gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Ciao.